freue mich, dass Sie heute Abend hierher gefunden haben. Das ist die zweite Ausgabe der Reihe, der diesjährigen Reihe Krieg und Frieden. Und wir haben beim ersten Mal ein bisschen über die Frage geredet, dass Krieg ein Element der Staatenordnung ist, und zwar ein relativ normales Element der Staatenordnung. Wir reden nämlich hier nicht über Bürgerkriege, sondern über Kriege zwischen Staaten. Und die interessante These beim letzten Mal war, dass wir im Augenblick mit einer Veränderung der Hierarchie der Staatenwelt zu tun haben. Und es ist ja vielleicht auch für Sie eine Frage, wie man die drei Großereignisse zueinander ordnet und wie, um es mal in einer etwas prophetischen Logik zu sagen, wie die Zeichen der Zeit eigentlich aussehen. Was sagt uns diese Zusammenballung von Pandemie, von Klimawandel und von Krieg über die Zeit, in der wir uns im Augenblick befinden? Ist es wirklich eine Zeitenwende, wie der Bundeskanzler gesagt hat, die nicht nur, man will es ja schon gar nicht mehr hören, die nicht nur Deutschland betrifft, sondern möglicherweise die gesamte Welt betrifft? Wir sehen das ja an der Tatsache, dass wenn die Ukraine kein Weizen mehr exportiert, gibt es große Probleme in Ägypten beispielsweise. Also wir sehen, das hat eine globale Dimension, auch dieser möglicherweise regionale Krieg in Europa. In was für eine Zeit gehen wir hinein? Und ein Begriff, der sich anbietet, ist der der Deglobalisierung, um irgendwie eine Spur zu haben, um die Zeit zu charakterisieren, von der wir uns verabschieden und in die wir hineingehen. In diesem Begriff Deglobalisierung steht offenbar die Idee drin, dass es eine Hochzeit der Globalisierung gegeben habe, die jetzt zu Ende geht und wir in eine andere Phase, jedenfalls weniger Globalisierung, anderer Globalisierung, und in dieser Umwendung von diesen beiden Phasen passiert der Krieg, der Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Und man könnte glauben, wenn man eine ganz weite Sicht hat, und das war die These vom letzten Mal, dass Kriege bei solchen Veränderungen der Hierarchien der Staatenordnung, von Veränderungen von Relationierungen, eher wahrscheinlicher sind. Ulrich Menzel, der letzte Mal vorgetragen, mit dem wir letztes Mal gesprochen haben, wie hier das Gespräch stattgefunden hat, ist sogar der Auffassung, und darüber werden wir uns gleich nochmal auch unterhalten müssen, dass drei der wesentlichen Bedingungen der Theorien internationaler Beziehungen möglicherweise zur Erklärung von Krieg und Frieden möglicherweise nicht mehr stimmen. Nämlich die erste Vorstellung, dass Handel, je mehr Handel, umso unwahrscheinlicher ist Krieg. Das sehen wir ja alle, das stimmt offenbar nicht. Die zweite These, je stärker die internationalen Vereinbarungen sind, umso unwahrscheinlicher ist Krieg, von der KSZE bis hin zum Minsker Abkommen. Wir sehen, das stimmt offenbar nicht. Und die schwierigste These, von Kant herkommend, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass Demokratien sich wechselseitig überfallen. Die Frage ist, ob das vielleicht auch nicht mehr stimmt. Darüber werden wir uns auch noch mal ein bisschen, wie gesagt, werden wir uns darüber unterhalten. Wir wollen heute ein Kapitel anschlagen, was auch schon auf dem Tisch lag, aber nur angedeutet wurde, das ein bisschen damit zusammenhängt, ich weiß nicht, wie es in Ihrem politischen Weltbild gegangen ist. Ich bin mit dem politischen Weltbild aufgewachsen, dass es eine große hegemoniale Macht auf der Welt gibt nach 1945 und
Das waren die USA. Das war das Land mit dem größten Binnenmarkt, das Land mit der stärksten Währung, das Land mit der höchst entwickelten Technologie und das Land mit einer attraktiven Kultur. Es gab einen Gegenpart, die Sowjetunion, die hatte aber nicht diese Attraktivität in diesen Hinsichten, die man den USA zuschreiben kann. Und die haben versucht, sich in ein Gleichgewicht des Schreckens zu binden, aber gleichzeitig war klar, dass die Sowjetunion immer mehr ins Nachsehen kam, wenn es um die Frage einer einsatzfähigen Armee geht. Die Frage ist, gibt es eine Verschiebung der basalen Macht des internationalen Gefüges hin, nicht jetzt unbedingt in eine Nordwestrichtung, sondern André Gunther Frank, einer der interessanten Spätmarxisten in der Theorie der internationalen Beziehung, hat schon vor mehreren Jahren gesagt, wir haben eine neue Ost-West-Verschiebung. Es geht jetzt wieder weiter in den Osten. Und es gibt eine neue Staatenwelthierarchie, die sich um China rankt. Allein schon deshalb, dass man sagt, China ist das Land, das dem vorherigen wichtigsten Land das meiste Geld leiht. Also die USA sind hoch verschuldet an China. Und zweitens ist es wahrscheinlich in 10 Jahren der größte Binnenmarkt der Welt. China und nicht mehr die USA. Das Einzige, man kann es auch noch weiter ausführen, mit der Kultur weiß ich nicht so richtig, ob die das hinkriegen, die chinesische Kultur als eine attraktive Globalkultur. Aber es ist die Frage, ob viele Länder, die heute als Schwellenländer bezeichnet werden, noch oder auch schon weitergekommen sind, über das Schwellenland hinaus, ob für diese Länder der politisch regulative Ansatz, den es in China gibt, nicht attraktiver ist als der, also wenn Sie so wollen, einer regulativen Demokratie, sagen wir es mal sehr freundlich und sehr vorsichtig, dass das einen Vorzug haben könnte gegenüber der Idee einer liberalen Demokratie. Dass das einfach attraktiver ist, weltgesellschaftlich. Und das ist die interessante Frage. Und wenn das stimmt, dann könnte man überlegen, gibt es dann noch ein paar Kriege, die diesen Übergang begleiten, zum Beispiel ein Angriff von Chinas auf Taiwan. 2045 oder irgend sowas. Sie merken, wir versuchen ein bisschen die Luft aus der Sache rauszunehmen, aus Krieg und Frieden, um sie dann vielleicht noch dringlicher zu machen. Und ich freue mich, dass ich heute mit jemandem sprechen kann, Maximilian Mayer, der sich sehr gut in China auskennt. Er ist Experte für internationale Beziehungen, hat in seiner Dissertation deutlich gemacht, dass das Thema Technologie und Technologie-Export-Import und vor allen Dingen die Art von Vernetzungseffekten, die in Technologien stecken, die internationalen Beziehungen vielleicht sehr viel mehr dominieren, als das bisher immer gedacht wurde. Er hat 2 längere Aufenthalte an Universitäten in China ab 2008, die beide in der Nähe von Shanghai, glaube ich, sind. Eine ist eine, die mit einer britischen Universität zusammenarbeitet. Und er ist seit vorletztem Jahr, glaube ich, hat er eine Assistenzprofessur für internationale Beziehungen an der Universität Bonn. Ich sollte das offenlegen, wir duzen uns, wir kennen uns seit 3 Jahren, ja, fast, ne? Fast. Haben uns aber noch nie gesehen. Also so, weil wir beide, in Initiativen und Gesprächskreisen waren, die sich mit der Eindämmung der Pandemie beschäftigt haben. Und der erste war
wahrscheinlich relativ einflussreich, sozusagen im Sinne der hinter den Türen, und die andere Initiative, die No-Covid-Initiative, hat eine große Publizität erreicht und war in aller Munde. Daran waren wir auch beide beteiligt. Darüber kennen wir uns, deshalb duzen wir uns. Und ich frage dich gleich mal am Anfang, wie ist denn das mit Ulrich Menzel? Übertreibt er das mit der neuen Hierarchie der Staatenordnung, an deren Spitze jetzt dann irgendwann China stehen würde? Ja, also man müsste erst mal damit beginnen zu fragen, wird es für China möglich sein, als neuer Hegemon tatsächlich sich auszubreiten? Hat China genügend Ressourcen? Ist die wirtschaftliche Entwicklung so gesichert in den nächsten Jahren? Wir hatten ja sehr ein starkes Wachstum. Wird China in der Zukunft weiter wachsen? In der Art und Weise, dass es tatsächlich die USA ersetzen könnte als anderer Hegemon. Und vielleicht die allerwichtigste Frage aus Sicht von Machttheorien ist ja, man kann zwar Ressourcen haben, Kapazitäten haben, aber wie übersetzt man die? Ja, die Translation dieser Kapazitäten in Ergebnisse, zum Beispiel die Veränderung dessen, was andere Staaten tun, die Veränderung von Märkten und so weiter. Und also in meiner Forschung zumindest komme ich zu dem Schluss, dass China auf jeden Fall eine der großen, auch globalen Mächte sein wird in der Zukunft, aber es wird nicht die USA ersetzen können als Hegemonialmacht. Der Hegemonialkonflikt findet eigentlich auch nicht auf einer globalen Ebene statt. Das ist schon gar nicht möglich, weil China nicht ausreichend militärische Ressourcen dazu hat. Auch übrigens nicht ausreichend Allianzen. China hat in Wirklichkeit vielleicht nur ein oder zwei sehr enge Partner und selbst auf die ist nicht unbedingt Verlass. Wer will schon mit Nordkorea in einem Boot sitzen? Ja? Aber wichtiger ist vielleicht, dass die Entwicklung, globale Entwicklung eher eine multipolare Entwicklung ist. Und das heißt, in dieser Entwicklung wird China einer der großen Pole sein. Die USA wird ein anderer Pol bleiben, die Europäer werden ein Pol bleiben, aber auch andere aufstrebende Länder, wie zum Beispiel Indien, Indonesien, in Zukunft wahrscheinlich auch einige afrikanische Länder, werden viel stärker werden. Das heißt, die Frage, ob China die USA ersetzen, ist, wenn dann schon, eine Frage innerhalb der Region Ostasiens. Also es gibt einen Hegemonialkonflikt da, deshalb auch sozusagen der mögliche heiße Krieg im Südchinesischen Meer oder um Taiwan. Aber global betrachtet sind wir eigentlich eher in einer multipolaren Tendenz und die wird sogar noch stärker werden. Das heißt, tendenziell, wenn wir mal 20 Jahre vorausdenken, wird der Anteil Chinas und der USA eher stagnieren. China wird vielleicht an Bedeutung noch ein bisschen zunehmen, aber es gibt inzwischen längst Debatten, ob China den Gipfel schon erreicht hat, zumindest seiner Kapazitäten, nicht unbedingt seines Einflusses, das läuft vielleicht ein bisschen hinterher, aber die Konstellation bleibt eine multipolare Konstellation. Deshalb denke ich, werden wir nicht sozusagen, oder sind wir nicht in der Situation, wo China versucht oder im Prozess ist, die USA als Globalhegemon zu bedrängen wirklich oder zu ersetzen sogar, sondern wir erleben einen Hegemonialkonflikt in der Region, der, wenn er zu Ungunsten der Vereinigten Staaten ausgeht, natürlich auch globale Auswirkungen haben wird, das ist keine Frage. Ja, der aber nicht automatisch dazu führen wird, dass China dann globaler Hegemon ist, für den Fall, dass es im Westpazifik seine Machtprojektion noch weiter ausdehnen kann. Ja. Also meine Diagnose wäre, wir sind eigentlich in einer anderen Konstellation und in gewisser Weise ist die aber nicht weniger dramatisch im Sinne von verstärkten Konflikten, verstärkten Spannungen. Vielleicht einer der wesentlichen Beobachtungen, glaube ich, ist, also während die transatlantische Welt, die jetzt für viele Dekaden, der, wenn man von Japan absieht, die wesentliche wirtschaftliche Triebkraft war und auch alle wirtschaftliche Macht vereint hatte, diese transatlantische Welt hat eben gemeinsame Institutionen geschaffen, die sind Teil von der UN, aber geht auch darüber hinaus natürlich, und teilt auch viele gemeinsame Normen und Werte. Ja. Und ganz wichtig, Ökonomie und Sicherheit sind eigentlich gemeinsam gedacht. Da gibt es keinen Widerspruch. In Asien-Pazifik sieht es ziemlich anders aus. Wir haben eine sehr lebendige Verflechtung, verschiedene Integrationsbewegungen, klare Verschiebung der wirtschaftlichen Gravitationsfelder in diese Region. Aber auf der Sicherheitsebene haben wir eben enorme Konflikte.
haben wir enorme Spannungen. Es gibt keine gemeinsame kollektive Sicherheit in Asien-Pazifik. Und diese Spannung zwischen Ökonomie und Sicherheit, diese beiden Felder, die wir eben in der transatlantischen Welt so eigentlich nicht hatten, ist aber charakteristisch für Asien-Pazifik und hat natürlich deshalb ganz andere Auswirkungen auf die Stabilität und auch auf das, was einzelne Staaten machen können. Also wir erleben das jetzt gerade etwa bei Japan oder bei Südkorea oder bei den Philippinen. Die sind sehr eng mit China verflechtet, noch viel enger wie Deutschland, aber sicherheitsmäßig tendieren die immer stärker zu den USA. Und diese Spannung aufzulösen, die ist nicht auflösbar, aber mit der Spannung umzugehen, das ist eine der wahnsinnig komplexen Herausforderungen, vor denen Regierungen in der Region stehen. Also nur bleiben wir noch mal ein Momentchen bei diesem regionalökonomischen, regionalpolitischen Aspekt. China, Japan. Also wenn man nach China kommt, dann mal etwas flapsig gesagt, die mögen die Japaner überhaupt nicht. Und wenn man nach Japan kommt, sagen wir, diese Chinesen, wenn die einkaufen gehen, dann müssen wir eine Sonderabteilung haben, weil die sind Bauernvolk, die können sich nicht benehmen und so weiter. So. Und wenn man sich das sozusagen so anguckt, denkt man, und dann ist auf 19. Jahrhundert guckt, denkt man auch, scheiße, diese Japaner haben wirklich diese Region mit einer ziemlichen Brutalität beherrscht. Und das geht nicht so schnell weg. Ja. Wollen die dann nicht Revanche nehmen, diese Chinesen, an diesen furchtbaren Japanern? Also es gibt, glaube ich, keine Idee, dass jetzt China Japan irgendwie invadiert oder erobert oder sowas. Also das wird selbst unter den Hardcore-Nationalisten innerhalb Chinas, und davon gibt es ziemlich viele, wird das nicht diskutiert. Aber es besteht natürlich nach wie vor dieses Hintergrundrauschen und auch teilweise ist mehr als ein Rauschen, was klar macht, China versucht, aus diesen sogenannten 100 Jahren der Demütigung zu entkommen. Und Japan war einer auf der Demütigerseite in verschiedenster Hinsicht. Die wichtigste ist natürlich die Erfahrung der Eroberung Chinas und des Eroberungskriegs, den Japan geführt hat, teilweise Kolonisierung von Teilen des Nordosten Chinas. Mit unheimlichen Opferzahlen und auch einem, ist eigentlich ein Vernichtungskrieg, ja, den man nur vergleichen kann mit dem Krieg, den Nazi-Deutschland geführt hat in Osteuropa. Das ist also eine ganz prägende Erfahrung und die ist nach wie vor da. Die wird auch, muss man dazu sagen, zunehmend instrumentalisiert in den letzten 15, 20 Jahren. Also ein Mao hat noch gesagt, als sich der japanische Premierminister entschuldigen wollte, ja, reden wir nicht drüber, weil ohne euch hätten wir nicht unsere Revolution gewinnen können. Ja, also Mao hat es eher pragmatisch gesehen, aber der sich entwickelnde Nationalismus in den 1990er Jahren, also nach dem Tiananmen-Massaker, Teil davon war eben auch die Rückerinnerung oder diese Verstärkung dieses Konflikts mit Japan. Also diese Erfahrung ist das eine. Das ist aber 20. Jahrhundert. Vielleicht noch wichtiger sogar ist 19. Jahrhundert. Warum? Weil Japan und China beide konfrontiert waren mit den europäischen Kolonialmächten und später auch in den USA, die plötzlich sozusagen das militärische und ökonomische Verhältnis, Gewichteverhältnis in der Region gekippt hatten und sowohl China und Japan dazu gezwungen haben, ihre interne Politik, ihre wirtschaftliche Öffnung voranzutreiben und zugunsten der Kolonialmächte sich zu öffnen. Und der fundamentale Unterschied zwischen China und Japan war eben, dass China sehr lange, im Prinzip bis heute eigentlich, noch nicht geschafft hat, zu reagieren darauf mit einer sehr schnellen internen rechtlichen, technologischen, kulturellen und politischen Reform. Und Japan hat es eigentlich innerhalb von 20 Jahren geschafft, also in der Zeit von 1860er, 70er Jahre bis kurz vorm Ersten Weltkrieg und war im Ersten Weltkrieg schon eine der großen Weltmächte geworden. Und China hing natürlich immer hinterher. Was ist das Problem dabei? Das Problem dabei ist, dass das chinesische Eigenverständnis natürlich das war, dass sie Zentrum der Region oder vielleicht sogar Zentrum der Welt oder alles unter dem Himmel, wie man auf Chinesisch sagen würde, sind und deshalb der kleinere Bruder Japan ja unmöglich das schaffen kann eigentlich. Das heißt, es gibt eine kulturelle Demütigung auch, ja, nicht nur eine kriegerische, kolonialistische, sondern auch auf dieser kulturellen Ebene. Und das ist eigentlich das, was die kommunistische Partei, die sich sozusagen als die Erfüllerin von diesem Traum, von dieser Aufgabe aus dem 19. Jahrhundert sieht, die Rückkehr Chinas zur Weltgeltung, was eine politische, ökonomische, aber vor allem auch eine kulturelle Dimension hat. Dafür sieht sich die Partei sozusagen als die wesentliche Akteurin und schreibt sich das auf die Fahnen und
sagt auch den Chinesen, ohne uns könnt ihr das nie erreichen und schaut, wie weit wir gekommen sind. Ja. Ich bin nochmal, wir kommen noch zur Seidenstraße, keine Sorge. Ich wollte nur noch einen Aspekt, nämlich Taiwan. Wir können auch noch gerne im 19. Jahrhundert. Nein, Taiwan noch, weil wenn man in Taiwan ist, auch wieder etwas anekdotisch, sagen dort Leute, die man trifft, also irgendwie auch nicht nur auf der Straße, sondern auch in irgendwelchen Institutionen trifft, die sagen schon, wir sind die alte Elite Chinas, die sind wir hier. Und das ist Chiang Kai-shek, Leute. Und das ist ein Land, was im Grunde immer noch damit hadert, eine organische Elite aufzubauen. Sieht man an der Kommunistischen Partei. Also jetzt Taiwan, Originalton. Ist da was dran? Eine organische Elite. Also ich würde schon sagen, dass die Kommunistische Partei eine absolut organische Elite ist. Mhm. Was vielleicht die Partei abgelöst hat in den ersten 20 Jahren, war natürlich der Großteil der Finanz- und intellektuellen Eliten Chinas, die vorher da waren, also die in der Republikzeit da waren, die aus der Kaiserzeit eigentlich kontinuierlich da waren. Und die sind zerstört worden, also teilweise physisch, aber deren ökonomische Grundlage ist zerstört worden. Interessant ist aber, dass es Untersuchungen gibt zum Verlauf dieser Familien. Und viele dieser Familien sind eben wieder zurück. Also viele dieser Familien, die Enkel oder die Nachfahren, haben wieder sehr starke wirtschaftlichen Reichtum entfaltet. Also insofern, es gibt eine komplett neue Elite, das ist die Parteielite, und der jetzige Präsident ist ja ein sehr gutes Beispiel dafür, dass die wichtigen Posten eben auch innerhalb der Partei bleiben, nicht nur innerhalb der Partei, sondern innerhalb der absoluten Top-Führung und da weitergegeben werden. Es gibt aber natürlich neben der Partei, wir reden ja da, sagen wir mal, die Top-Elemente der Partei sind vielleicht ein paar hunderttausend Leute. Die Partei selber hat über 90 Millionen Mitglieder, ja, aber die sind ja in allen Ebenen der Gesellschaft. Also neben dieser Parteielite gibt es aber natürlich breite andere Eliten. Da gibt es intellektuelle Eliten nach wie vor und es gibt eben auch sehr starke ökonomische Eliten. Und die sind gewachsen in den 80er, 90er Jahren ganz massiv mit Chinas wirtschaftlichem Aufstieg und Eröffnung. Und im Prinzip ist die Partei jetzt gerade dabei, so die letzten 10 Jahre, diese wieder so einzuholen, kooptieren und teilweise auch komplett unter die Kontrolle der Partei zu stellen. Bislang scheint es ganz gut zu funktionieren. Also bislang scheint die Partei erfolgreich. Ob das in 10 oder 15 Jahren wieder anders aussieht, das ist aus meiner Sicht noch offen. Im Moment ist die Partei wirklich sehr dominant in allen Bereichen und versucht diese autonomen Teile, die sich entwickelt haben in den 80er, 90er Jahren, im Bildungssystem, im Wirtschaftssystem wieder einzufangen und komplett unter eine leninistische Kontrolle zu stellen. Das ist auch erklärtes Ziel, also das ist kein Geheimnis. Ja, das wird offen und klar so gesagt, der absolute Führungsanspruch. Demokratischer Zentralismus, ja, ist ein leninistisches Prinzip. Gilt das auch für die technokratische oder sagen wir für die technologischen Eliten, also Wissenschaft und Technik? Auf jeden Fall. Da hast du dich ja viel mit beschäftigt. Ja. Das gilt auch gerade für die. Und das ist vielleicht was die Partei erst relativ spät voll erkannt hat. Also nehmen wir mal die Plattformfirmen als Beispiel. Die Plattformökonomie in China war bis vor 5, 6 Jahren eigentlich komplett unreguliert. Das war wirklich wilder Westen. Und das führte zum Beispiel dazu, dass eine der großen Plattformfirmen, Alibaba, die haben ihren eigenen Finanzökosystem geschaffen, in dem man Yuan, also die chinesische Währung, überweisen konnte zwischen Einzelakteuren. Und das ist quasi über Nacht größer geworden, diese Plattform, als alle chinesischen kommerziellen Banken zusammen. Ja, also gigantischer Finanzakteur entstanden, weil es komplett unreguliert war. Und in den letzten 5 Jahren gibt es eben diese Doppelzangenbewegung. Einerseits der chinesische Staat, der diese Firmen, Alibaba ist noch eine davon, mehr und mehr reguliert, zum Beispiel nach Datenschutz, Zugang, also kritischen Infrastrukturen, Cybersicherheit und so weiter, natürlich auch Zensur und diese ganzen Elemente. Das ist ein regulativer Ansatz. Und dann gibt es aber den Ansatz der Partei, die sagt, ja, wir wollen in allen Firmen, nicht nur in den Tech-Firmen, aber besonders auch in den Tech-Firmen, wir wollen den Führungsanspruch der Partei auch innerhalb der Firmen durchsetzen. Und das funktioniert eben über die Parteizellen, die in allen Firmen existieren und die aktiviert wurden und die zunehmend eben auch Managemententscheidungen mittreffen. Das trifft übrigens auch für ausländische Firmen zu. Ja? Also man kann in China keine größere Firma mehr haben ohne Parteizellen und ohne Mitsprache der Partei. Auch
in meiner alten Uni in Nottingham zum Beispiel gibt es viel stärkeren Einfluss der Partei innerhalb der Universität. Also im Unisystem ist es genau gleich wie in den Firmensystemen. Das ist eben einer der Wege, wie die Kommunistische Partei Einfluss nimmt über die Parteizellen innerhalb aller möglicher Organisationen, ob wirtschaftlich oder Bildungsorganisationen und so weiter. Also ja, auch der Tech-Bereich ist zunehmend einerseits reguliert und andererseits kontrolliert über die Partei. Das ist völlig egal, ob diese Firmen privat sind oder wie auch immer, das spielt keine Rolle, weil es funktioniert jenseits dieser Frage. Und jetzt ist natürlich eine der Kernfragen, können diese Firmen immer noch innovativ sein? Was ist die Agenda dieser Firmen? Können die weiterhin Top-Talente anziehen und so weiter? Und da kann man natürlich große Fragezeichen dran machen. Also wenn diese Firmen nicht mehr selber ihre eigene Agenda setzen können, vielleicht nimmt dann die Innovationsdynamik ab. Ja, das würde uns fast die komplette Literatur in der Innovationsforschung eigentlich sagen, dass das passieren müsste. Ja, und soweit ich weiß, in deiner Dissertation ist ja auch Schumpeter spielt eine gewisse Rolle. Gibt's kreative Zerstörung in China? Definitiv. Also gerade im Tech-Bereich, weil es eben so komplett unkontrolliert war, gab es eine massive schöpferische Zerstörung, die auch in andere Branchen überschlug, also in die ganze, in der Finanzbranche war ein Beispiel, gegen die Banken. Es gab einen riesen Fight zwischen den Plattformen und ihren Finanzabteilungen sozusagen und den herkömmlichen kommerziellen und staatlichen Banken. In anderen Bereichen, Retail, also die komplette Logistik ist übernommen worden von denen. Und viele, viele andere Felder, Bildung, im Bildungsbereich gab es auch gerade vor 2 Jahren eine massive Reform und Regulation dieser Plattformen, weil viele Bildungsplattformen, also das ist was bei uns hier so in dem Umfang gar nicht gibt, plötzlich eine Konkurrenz waren zu Schulen oder enorm viel Gelder abgezogen haben von Eltern und von anderen, weil in China eben sehr kompetitives System ist in der Bildung und diese Plattformen haben versucht, sozusagen daraus auch Geld zu machen. Mhm. Also in all diesen Bereichen gab es sehr viel schöpferische Zerstörung, die also jetzt, wenn man in China in großen Städten lebt, dazu geführt hat, dass man sehr angenehm da leben kann. Ja? Also von der Lieferung von allen Nahrungsmitteln über Bildungsinhalte, über Unterhaltung hat sich das dramatisch verändert durch diese Plattformwirtschaft. Wobei das, da könnte man jetzt länger drüber reden, würde man in einer marxistischen Interpretation ja eher ursprüngliche Akkumulation nennen. Das ist das, was eine Form Schöpferzerstörung auch bei Schumpeter ist. Genau. Aber der Kern ist natürlich schöpferische Zerstörung in einem voll ausgebildeten Kapitalismus. Müsste schumpeterianisch gedacht erhalten bleiben. Das könnte natürlich sein, dass eine Partei ist ja dann letztlich ein Rentensystem, also in der Logik der Rente, also der ökonomischen Logik der Rente. Wie siehst du das? Gehen die da, kriegen die das hin? Denn das ist ja eine, die sie wieder abschaffen wollen, diese schöpferische Zerstörung, die du sagst. Ob sie sie ganz abschaffen wollen, bleibt, also das ist die Frage. Aber klar ist, dass die Partei mehr Kontrolle haben will über die Finanzakkumulation, die entstanden ist. Weil die Plattformunternehmen und ein paar andere sind so gewaltige Akteure geworden innerhalb der chinesischen Wirtschaft, dass die Partei keinesfalls mehr sagen kann, wir lassen euch mal machen. Mhm. Aus ihrer eigenen Logik. Sowohl der Regulation, also das ist eine ordnungspolitische Aufgabe, die wir ja auch hätten in Deutschland oder in Europa. Und deshalb ist auch im Übrigen viele der regulativen Politik lernen die Chinesen von uns, gucken genau hin, wie haben die Europäer die Plattform reguliert. Datenschutzgrundverordnung ist in vielerlei Hinsicht, Elemente sind übernommen worden. Aber es geht natürlich auch um die Machtsicherungsperspektive der Partei. Und aus der Machtsicherungsperspektive ist zum Beispiel eine simple Frage, die Partei hat 90 Millionen Mitglieder, die weiß auch ein bisschen was über ihre Mitglieder, es gibt ja Dossiers und so weiter, ist aber in keiner Weise vergleichbar zu dem, was WeChat oder Tencent, die Mutterfirma von WeChat, über ihre mehr als 1 Milliarde Nutzer weiß, an Live-Daten, jeden Tag. Das heißt, diese ist ja auch eine Datenakkumulation, Informationsakkumulation, die innerhalb dieser Plattform stattfindet. Das ist durchaus eine Bedrohung für die Partei, weil das kann ja auch verwendet werden.
Ja, nehmen wir mal an, es gibt einen Faktionenkampf innerhalb der Partei. Das ist, passiert im Moment nicht. Wir haben gerade gesehen, dass Xi Jinping, der große Vorsitzende, alle Fraktionen beseitigt hat und es nur noch eine Xi-Fraktion gibt. Aber nehmen wir mal an, in der Zukunft gäbe es Fraktionen. Was passiert, wenn sich einer der Plattformen auf eine Seite stellt und Informationen manipuliert in diese Richtung? Ja, insofern, das ist aus Sicht der Partei eine Gefahr, weshalb sie auch versucht, diese Plattformen einzufangen. Übrigens auch dadurch, dass die Besitzer dieser großen Unternehmen, oder es sind Einzelfiguren, ja, die sehr bekannt sind in China, die Star-Unternehmer sind, dass die auch politisch eingefangen worden sind. Ja. Also die verschwinden dann mal ein paar Monate oder die waren plötzlich weg. Ziehen sich zurück. Ja, und man weiß nicht so genau, warum, aber man kann sich schon denken, dass es einen Vorschlag gab der Partei, den sie nicht ablehnen konnten. Sagen wir mal so. Also es gibt klar diesen Versuch, das einzufangen. Und deshalb, dass die Ökonomen oder viele chinesische Ökonomen sagen natürlich, ja, wie weit kann das gehen, ohne diese schumpeterische Dynamik, diese Innovationsdynamik so stark zu bremsen, dass China in diesem sogenannten Middle-Income-Trap gefangen bleibt. Und diese Debatte wird in China ganz stark geführt, schon länger. Und jetzt mit der scheinbaren totalen Ende der Wirtschaftsreformen, so wie es zumindest jetzt aussieht, in Richtung Öffnung, in Richtung mehr Dynamik, wird dieses Problem noch größer. Also China könnte tatsächlich gefangen bleiben in diesem Middle-Income-Trap. Da gibt es historische Beispiele anderer Länder, bei denen das auch so war. Und man könnte sagen, vielleicht einer der wichtigsten Faktoren dabei ist das, was eben die gegnerische Seite, also jetzt auf globalpolitischer Ebene betrachtet, was die USA machen. Weil das erklärte Ziel der Vereinigten Staaten ist es, die Innovationsdynamik Chinas zu bremsen. Das war letztes Jahr klar formuliert worden. Und die neueren Aktionen, zum Beispiel Exportsanktionen und Restriktionen gegen Chips, kann man auch so deuten, dass es eigentlich darum geht, nicht nur die Innovationsdynamik zu bremsen, sondern sogar die technologische Basis einzufrieren an dem Punkt, an dem sie jetzt ist. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Möglichkeiten, innerhalb Chinas überhaupt noch innovativ zu sein, besonders bei solchen Führungen, also bei Technologien, die weit nach vorne gehen, künstliche Intelligenz zum Beispiel. Darauf wird es eine Auswirkung haben, und zwar ganz massiv. Das könnte mich ja jetzt beruhigen und könnte ich sagen, ja, okay, die werden noch so lange mit sich selber beschäftigt sein, die nächsten 50 Jahre, da ist kein Krieg zu befürchten, jedenfalls nicht für Europa. Wird es vielleicht regionale Konflikte geben, die unangenehm sind, aber wir werden das irgendwie mit Russland auch nochmal irgendwann hinschaukeln, wenn die ausgebrannt sind, aber dann ist irgendwie Ruhe im Karton. Dagegen spricht, dass China ja eine große Handelsinitiative entfaltet hat mit dem Seidenstraßenmodell. Und das sagen nun manche Beobachter, die widersprechen deiner These, dass wir eine multipolare Welt gehen, sondern die gucken eher nach den Schneisen, die jetzt gerade in der multipolaren Welt geschlagen werden. Und das ist ja auch ein System von Abhängigkeiten, das systematisch, man könnte fast sagen, die kopieren das System der Auslandschinesen. Das sind Kreditsysteme, die sich weltweit ausgebildet haben, wo quasi Kredit, wenn Sie so wollen, Netzwerke um die Welt gelegt worden sind vom System der Auslandschinesen. Da könnte ich sagen, das machen die das sozusagen nicht als spontane Logik, sondern als geregelte Logik. Was hältst du von dem Argument? Also das wäre ein Imperialismus des Handels und nicht ein Imperialismus des Krieges. Ja, also ein Imperialismus des Krieges kann es erstmal nicht geben, weil es gibt zwar eine sehr starke Aufrüstung und Modernisierung der Streitkräfte innerhalb Chinas, insbesondere auch der Marine. Aber die haben Flugzeugträger. Und Flugzeugträger, genau, es wird in Zukunft, vielleicht gibt es 5 oder 6 chinesische Flugzeugträger, aber es ist auch klar, dass der Fokus auf dem Westpazifik liegt. Also in der Region, immer noch in der unmittelbaren Nähe eigentlich der chinesischen Küsten und besonders die Konzentration auf Taiwan. Und was es halt kaum gibt, und da muss man immer den Vergleich natürlich sehen, chinesische Basen im Ausland. Bislang gibt es, so wie das aussieht, sehr wahrscheinlich eine oder zwei in Zentralasien, eine sehr kleine, und es gibt eine Marinebasis in Djibouti im Mittleren Osten. Und die in Djibouti ist aber klar auch eingebunden sozusagen in diesen multilateralen
Sicherheitsprozess, der in dieser Region stattfindet, direkt neben der chinesischen Basis haben auch die Türken oder die Amerikaner und viele andere ihre Basis. Also das ist keine herausgehobene strategischer Platz, an dem nur die Chinesen sitzen würden. Also militärisch sozusagen fehlen China die Basen. Ist es möglich, dass mehr Basen kommen? Schon denkbar. Ja? Also es könnte vielleicht eine Militärbasis in Pakistan kommen, vielleicht an ein, zwei anderen Plätzen, aber man muss die Verhältnisse hier sehen. Ja? Amerikanische Militärbasen sind zwischen 600 und 1000, je nach Größe, je nach Größenordnung. Wenn China 10 haben sollte irgendwann mal in Zukunft, reicht es nicht, um global Macht zu projizieren. Ja? Also Macht in dem Sinne, dass dann China die USA ablösen könnte. Deshalb, also um einen militärischen Imperialismus oder militärische Hegemonie mache ich mir eigentlich, also glaube ich, die Möglichkeit besteht im Moment nicht. Von dem mal abgesehen, also man muss auch demografisch die Faktoren natürlich angucken, China hat eine stark alternde und schrumpfende Bevölkerung. Das heißt, insgesamt wird die Wirtschaftskraft China jetzt nicht so stark zunehmen oder explodieren in der Zukunft. Umgekehrt, die Amerikaner haben eine weiterhin relativ junge Bevölkerung und haben eben auch kaum Schrumpfung dank Zuwanderung. Und das macht halt einen großen Unterschied aus. Ja? Wir können es später noch diskutieren, wie stabil Amerika als Demokratie ist. Das ist eine andere Frage. Aber China hat natürlich seine eigenen internen Probleme. Die bleiben immer da. Weshalb die chinesische Führung im Großen und Ganzen immer nur um ihre internen Probleme kreist. Ja? Und das Externe vielleicht eine größere Rolle spielt als noch vor 10 Jahren. Aber es bleibt eingerahmt in der Innenpolitik. Ja? Okay, aber die Frage, könnte die Belt and Road sozusagen eine ökonomische Art von so eine Schuldenfalle darstellen und dadurch eine Hegemonie entwickeln. Also dazu gibt es ziemlich viel Forschung inzwischen, die sich anguckt, wie sind die Verhältnisse zwischen chinesischen Investoren und den Gastgeberländern, ja, das Sri Lanka oder Tansania oder Äthiopien zum Beispiel und so weiter. Und in den meisten Fällen zeigt sich eigentlich, dass die Gastgeberländer doch ziemlich gut verhandeln können mit der chinesischen Seite und dass die chinesische Seite nicht einfach ihren Willen oder ihre Ziele so diktieren kann. Wir haben das Problem, dass wir nicht alle Verträge kennen. Die meisten Verträge sind geheim, das heißt, wir kennen einige der kleingedruckten Elemente dabei nicht. Aber wir sehen sozusagen, China ist nicht der überwältigende Akteur, der alle an die Wand drücken kann, sondern es gibt Verhandlungen. Und je nachdem, wie gut die andere Seite verhandelt, wir sehen es ja auch mit dem Hamburger Hafen zum Beispiel, ist auch die Position der anderen Seite. Das heißt, ich brauche Verhandlungskapazitäten, ich brauche Wissen, was die Chinesen wollen, ich brauche einen strategischen Plan, wo ich hin möchte. Und es gibt eben schon Beispiele von Ländern, die chinesische Ressourcen und Investment nutzen, um selber voranzukommen. Es gibt auch Beispiele, Sri Lanka wäre etwa eines, wo es durchaus sich eine große Abhängigkeit entwickelt hat. Kambodscha vielleicht ist der Extremfall hier. Ja. Aber selbst in dem Fall, also bleiben wir bei Sri Lanka, sieht man, es ist nicht allein China da ein Akteur, sondern Indien bleibt ein sehr starker Akteur. Neben dem berühmten Hafen und Flughafen im Süden gibt es auch indische Investitionen direkt daneben. Das musste die sri lankanische Regierung schon allein machen, um zu balancen. Ja, Indien ist der wirkliche Akteur in dieser Region, nicht China. Also man sieht, es gibt einen Ausgleich, es gibt ein Balancing. Das heißt, es gibt wenige Beispiele, wo man sagen kann, China hat ökonomisch eine absolute Übermacht erreicht in den Ländern. Die einzigen Beispiele, die mir eigentlich einfallen würden, sind Kambodscha und möglicherweise Pakistan. Aber Pakistan ist auch eine sehr komplexe Geschichte. Da gibt es einfach so einen großen Umfang an Investitionen, dass es da eine ökonomische Dominanz gibt der chinesischen Seite. Viele andere Beispiele zeigen uns, naja, das ist die multipolare Welt. Da gibt es viele Investoren. Da gibt es Indien, da gibt es China, da gibt es Länder aus dem Mittleren Osten, United Emirates, andere, die da auch investieren. Das heißt, das Bild ist wesentlich komplexer. Und die chinesischen Investoren müssen auch innerhalb dieser Komplexität, innerhalb dieser Vielfalt von anderen Investoren, von anderen Interessen agieren. Die können nicht unilateral ihre Interessen durchsetzen. Wir haben doch jetzt gerade so ein, wenn das den Augenblick charakterisiert, doch ein Überdenken nochmal der Frage von, ich sage es mal ganz simpel, von Rohstoffabhängigkeit. Man sagt, also das geht dann meistens um energetisch interessante Rohstoffe, aber auch andere sehr teure Rohstoffe. Und dann ist immer das Argument, das ist eine Rohstoffsicherheitskette, die da bauen.
Und wir in Europa, wir haben gar nichts. Wir gucken zu, wie die das machen. Und daher, jetzt bin ich mal im Kopf von Robert Habeck, sehen wir das nicht, dass die da ein System aufbauen. Wir gucken zu und wir lassen das mit uns machen. Würdest du ihm jetzt sagen, Habeck, mal ruhig, sei mal nicht so aufgeregt, es ist doch alles noch viel multilateraler und viel multipolarer, als du denkst? Also das ist es auf jeden Fall. Das heißt aber nicht, dass wir nichts tun sollten. Also unser Problem ist, dass wir eigentlich bislang gar keine Strategie haben. Okay. Beispiel wäre Japan. Also Japan hatte diese nicht so nette Erfahrung mit den chinesischen Nachbarn. Vor ungefähr 10 Jahren gab es einen Konflikt es gibt einen Territorialkonflikt zwischen Japan und China um ein paar Inseln im Ostchinesischen Meer, die von beiden Seiten beansprucht werden. Japan aktuell besetzt diese Inseln, hat die inzwischen auch, glaube ich, wird auch Raketen stationieren auf den Inseln, so wie es aussieht. Und im Rahmen dieses Konflikts hat die chinesische Seite gesagt, okay, wir stoppen jetzt gerade mal alle Lieferungen von seltenen Erden nach Japan. Und der chinesische Anteil war halt beträchtlich im japanischen Import. Das heißt, die Japaner mussten sich sehr kurzfristig, also japanische Firmen mussten sich sehr kurzfristig nach dem Ersatz umsehen. Und das hat zu einem Umdenken geführt auf Regierungsebene. Und Japan hat mehrere Gesetze erlassen und hat sogar so eine Art eigenes Ministerium geschaffen, um Ressourcensicherheit herzustellen durch strategische Diversifizierung, durch Anreize für Firmen woanders zu investieren, durch gezielte Investitionen in anderen Ländern, Australien und andere zum Beispiel, um die gleichen seltenen Erden, die weltweit ganz gut verteilt sind eigentlich, mit einigen Ausnahmen, aber woanders her zu besorgen. Warum hatte China so einen großen Anteil an seltenen Erden? Vielleicht muss man dazu auch was sagen. Das war eigentlich weniger eine Folge von chinesischer strategischer Politik, sondern das war eine Folge von Umweltpolitik in vielen anderen Ländern. Weil der Abbau von diesen Art von Rohstoffen ist eben sehr belastend für die Umwelt und aufgrund der strikteren Umweltauflagen in Europa, aber vor allem auch in Vereinigten Staaten und anderswo, ist der Abbau dieser Rohstoffe zurückgegangen. Und in China hat man die Umweltauflagen jetzt auch verstärkt, aber damals eben noch nicht. Und deshalb gab es sozusagen so eine Abwanderung nach China. Raffineriekapazität ist noch ein anderer Punkt. Aber das heißt, das hat sich mit der Zeit aufgebaut. Diese Kontrolle Chinas über seltene Erden war aber weniger eine Folge von chinesischer Strategie, sondern eine Folge von Umweltpolitik woanders. Trotzdem kann China das natürlich nutzen. Ja, und da gehen wir zurück zu Habeck. Ja, wir brauchen unbedingt eine Strategie für Deutschland, aber auch mit vielen Partnerländern, mit europäischen Partnern, aber auch anderen Partnern wie Japan oder Südkorea zum Beispiel, um die Kontrolle über große Teile der Produktion und der Raffinierung von diesen Art von Rohstoffen besser zu verteilen global. China wird immer noch einen großen Anteil haben, aber vielleicht nicht mehr 80 oder 70%, sondern reduziert auf 25 oder 30% idealerweise. Und dadurch ist mehr Balance im System und man hat mehr Optionen woanders. Ja, und dadurch geht der politische Druck, den man ausüben kann, geht natürlich weg. Heißt aber, und das wird sozusagen die Schwierigkeit insbesondere für die jetzige Bundesregierung, heißt aber, dass wir diese Rohstoffe nicht nur aus uns ähnlich gesinnten, wohlgesinnten Demokratien importieren können, wo wir keine Wertekonflikte haben, sondern vielleicht auch aus Ländern, die eher autoritärer Natur sind. Und man sieht das ja, wenn man den Reisekatalog oder die Reiseliste von Habeck verfolgt, vom Minister verfolgt, wo er hinreist, mit wem er redet. Und das spiegelt sich, genau das spiegelt sozusagen dieses Dilemma wider. Also es gibt mit anderen Worten da einen Zielkonflikt zwischen einer rein wertegeleiteten Außenpolitik und einer Interessenpolitik, weil die Interessenpolitik würde einfach sagen, naja, wir müssen eben diese Rohstoffe nicht mehr nur aus China holen, in dem Fall jetzt, sondern auch woanders her, aber woanders her heißt eine Welt, in der ungefähr Hälfte Demokratien und Hälfte Nicht-Demokratien sind. In deiner multipolaren Welt, sind da auch Staaten vorgesehen oder müssen wir eher von Vereinbarungen zwischen den Staaten ausgehen als effektiven Akteuren? Also ich will darauf hinaus, kann Deutschland und kann Frankreich etwas tun oder ist nur Europa agierungsfähig in deiner multipolaren Welt? Also ich weiß nicht, ob das mein ist, das wäre jetzt meine Beschreibung, ja, nicht unbedingt sozusagen meine normative Vorgabe. Nein, ich würde gerne in einer anderen Welt leben, die etwas friedlicher ist, aber
Also in der Welt, in dieser multipolaren Welt, die ich beschreiben würde, ja, braucht man nach wie vor beides, weil die Europäische Union einfach zu schwach ist als Akteur nach wie vor. Die Europäische Union kann keine wirkliche Außenpolitik machen. Die Außenpolitik wird de facto nach wie vor in den 3, 4 großen Hauptstädten Europas gemacht. Daran wird sich, glaube ich, in Zukunft nichts ändern. Im Gegenteil, es könnte sogar zu einer Schwächung europäischer Institutionen kommen. Wir sehen das jetzt klar, große Interessens- oder Zielunterschiede zwischen Frankreich und Deutschland zum Beispiel. Ja, die Frage der Verteidigung. Wir haben keine wirkliche gemeinsame Verteidigung in Europa. Die Franzosen haben seit Jahren die Idee vorgetragen, eine stärkere europäische Säule innerhalb der NATO aufzubauen, um irgendwann mal unabhängiger zu sein, vielleicht von den USA. Die Deutschen haben bis zur sogenannten Zeitenwende, die nur bei uns eine Zeitenwende war, woanders ist sie schon ein paar Jahre früher passiert. Wir verlassen uns nach wie vor komplett auf die NATO und vor allem auf die Amerikaner. Und auch wenn wir 100 Milliarden investieren, das führt zu nichts. Wir müssten das Zehnfache investieren, um irgendwo hinzukommen, dass wir tatsächlich autonome Kapazitäten hätten, auch vielleicht im Nuklearbereich. Ja, die Debatte müssten wir führen. Frankreich würde die gerne führen. Bei uns gibt es da im Moment keinen Konsens oder eher eigentlich eine Ablehnung dazu. Und deshalb sehe ich auch in der Zukunft nicht, dass die EU so eine große Rolle spielen kann, weder für die Außenpolitik, Diplomatie, noch für Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Wo die EU stark bleiben wird, ist natürlich im Bereich von Handelspolitik. Ja, das ist klar. Davon haben wir auch enorm profitiert, also davon hat Deutschland auch enorm profitiert. Aber du weißt, dass der Bundeskanzler im Augenblick versucht, selbst die Konstellation Deutschland-Frankreich ein bisschen lockerer zu machen. Weil er sagt, nee, Deutschland ist schon ein Akteur in dieser multipolaren, vor allen Dingen Wirtschaftswelt und Handelswelt. Und wir können eigeninitiativ werden und müssen uns in mancher Hinsicht nicht mit unserem Partner in Europa absprechen. Das erleben wir, aber das haben wir auch schon bei Frau Merkel erlebt. Also, ja, stimmt. In dem Fall, das ist eigentlich nichts Neues. Und das ist vielleicht auch nicht die persönliche Sicht des Kanzlers, sondern das ergibt sich aus der Gesamtlogik unseres Systems. Also wir sind einfach, Deutschland ist einfach nach wie vor ein Handelsstaat. War mal eine Zivilmacht, vielleicht nach der Zeitenwende jetzt nicht mehr. Aber dieser Handelsstaat-Charakter, der eben setzt auf wirtschaftliche Integration, auf offene Märkte, auf Investitionen, auf marktregulierten oder marktbasierten Aktionen, steht in einer gewissen Spannung zu dem, was Frankreich zum Beispiel macht. Weil Frankreich handelt natürlich auch, aber Frankreich sieht sich eben nach wie vor als kleine Großmacht in Europa, die viel stärkeres Gewicht auf Politik und Militär legt und Macht daraus auch definiert. Und das tun wir in Deutschland bislang gar nicht. Ja. Also wenn man der Verteidigungsministerin zuhört, dass Deutschland führt in der NATO, frage ich mich, wie genau führen wir eigentlich mit den Art von Kapazitäten, die wir haben und auch mit der Art von Eigenbild und Identität, die wir haben. Und natürlich, die NATO ist froh, dass die Deutschen dabei sind, weil die Deutschen sehr viel machen, aber im Moment hat Deutschland nicht wirklich einen Führungscharakter im Bereich von Verteidigung und Sicherheit, das sehe ich nicht. Also das sieht man auch im Ukraine-Fall. Insofern diese Spannung, sowohl zwischen Frankreich und Deutschland, aber auch zwischen der Rolle, die Deutschland selber einnimmt, die wird bleiben. Und ich glaube, ich würde sogar vorher sagen, die wird noch zunehmen, die wird noch wachsen, weil wir eben als primär als Handelsstaat in einer Welt, die geopolitisch, geoökonomisch, multipolar und multilateral sein wird, immer stärker, können wir eigentlich mit unserem bisherigen Geschäftsmodell nicht mehr so leicht überleben. Und das zeigt sich fast schon an jeder einzelnen Entscheidung. Jetzt darf China im Hamburger Hafen investieren. Dürfen chinesische Firmen eine Chip-Fabrik in Dortmund einkaufen? Solche kleinen Fragen werden als große geopolitische Frage diskutiert, Abhängigkeiten und so weiter, aber wir haben gar keinen strategischen Plan eigentlich. Das muss ja eingebettet sein. Warum haben wir keinen strategischen Plan? Weil wir in der Tradition ordoliberal sind und der Staat nur den Rahmen setzt für den Markt. Geopolitik ist ja gar nicht vorgesehen. Ja, das heißt, dieser Mentalitätswandel, den wir bräuchten und der teilweise rhetorisch auch Teil der Zeitenwende ist, den haben wir noch lange nicht vollzogen. Und ich frage mich, ob wir den jemals vollziehen können in den nächsten 20, 30 Jahren. Ja, und das heißt, wir haben auch sozusagen so ein Denkproblem. Ja, wir drehen uns da irgendwie ein bisschen im Kreis. Die Anforderung an den Staat ist aber auch klar. Wir brauchen in einer stärker geopolitischen Welt, in einer Welt, in der die Disruption nicht nur von China kommen kann wegen Taiwan, sondern auch von unseren engsten Partnern, von den Amerikanern kommt, weil sie Druck ausüben auf Deutschland und viele andere Länder, sich teilweise von China zu entkoppeln. In diesem Spannungsfeld bräuchten wir eigentlich einen Staat, der stärker lenkt,
Also Diversifizierung, weg von China, wie geht das? Ein regulativer, rein orderliberaler Staat, glaube ich, ist nicht genug. Du, in deinen Arbeiten gibt es diese Idee des experimentellen Realismus. Ist das eine Grundlage für das strategische Denken, was du einforderst? Also das ist eher in meiner Arbeit ist das eher ein metatheoretisches Konzept. Aber es kommt Realismus, genau. Das da irgendwie vorkommt. Aber es hat sicherlich was mit einer realistischeren Sicht auf die Welt zu tun. Wir leben leider nicht in der Welt, die sich die deutsche Regierung oder die deutsche politische Klasse vielleicht wünschen würde, sondern wir leben in einer Welt, die real da draußen existiert. Und da gibt es Spannungsverhältnisse, die so stark sind und auch Widersprüche, in denen Deutschland als Wirtschaftsstandort, Deutschland als politischer Akteur steht, mit denen man umgehen muss. Und ich glaube, man kann diese Widersprüche auch sehen, in dem, wie die Regierung agiert und in den Spannungen innerhalb der Koalition. Aber das trifft natürlich nicht nur diese Koalition, das wird jede Regierung bei uns treffen. Insofern, ja, mehr Realismus wär da sinnvoll. Und im Umgang mit China zum Beispiel heißt es natürlich, einen Mittelweg zu finden. Ja? Also weder zu stark Wirtschaftspragmatismus und sich zu stark abhängig zu machen, noch auf der anderen Seite umzuschwanken in eine sehr stark wertegeleitete Richtung, die sagt, China ist unser absoluter Systemfeind. Selbst in Klima- und Umweltpolitik können wir vielleicht gar nicht mehr reden mit China. Wir können auch keine Technologien mehr gemeinsam entwickeln, weil wir einfach normativ wo ganz woanders stehen. Und das ist, ich glaube, im Moment ist ein bisschen die Gefahr, dass das Pendel in diese Richtung schwingen könnte. Und man kann sich eine einfache Frage stellen. Nehmen wir mal an, in 10 Jahren, wir haben uns sehr stark oder weitgehend entkoppelt von China. Nehmen wir mal an, wir haben das gemacht. Und jetzt, 10, 15 Jahren, gibt es neue Energietechnologien, Kernfusion zum Beispiel wird in China sehr stark entwickelt und kommt in China auf den Markt. Dürfen dann deutsche und europäische Firmen das kaufen? Dürfen wir diese Technologie entwickeln? Obwohl die im, ich sage es mal ein bisschen sarkastisch, im bösen, autoritären China entwickelt wurde, ne? Also das heißt, worauf ich hinaus will, ist, das eine ist die multipolare Welt und das ist einfach ein geopolitischer Trend und auch ein geoökonomischer Trend. Darin sind China und USA nur zwei Pole und es gibt auch andere Pole. Das ist wichtig es gibt bipolare Dynamiken, aber es gibt auch andere Pole, es gibt andere Regionen. Mittlerer Osten ist ein Beispiel, ein fantastisches Beispiel, wie stark sich die Region verändert hat. Eine Zusammenarbeit zwischen Israel, Saudi-Arabien und anderen, die vor 10 Jahren undenkbar gewesen wäre, die jetzt Realität ist in dieser Region, die teilweise was mit dem Rückzug der USA im Übrigen zu tun hat. Das ist die multipolare Welt. Aber wir haben natürlich auf der anderen Seite, und das haben wir noch gar nicht diskutiert bislang, die Frage der gemeinsamen globalen Herausforderung, vor allem Nahrungsmittelversorgung, Energieversorgung und wie wir mit Klimawandel umgehen. Und ich glaube nicht, dass es in irgendeiner Weise eine Lösung dafür geben kann, wenn nicht mit China gemeinsam. Das ist dummerweise sozusagen auch so eine Realität, so eine Spannung, mit der wir umgehen müssen. Also das sind die zwei Sachen. Wir müssen zwei Sachen noch abarbeiten. Genau, den Klimawandel müssen wir noch abarbeiten und wir müssen noch die Pandemie abarbeiten, weil da spielt China ja auch eine gewisse Rolle. Bleiben wir noch mal in der Tat beim Klimawandel. Also es ist sicherlich so, dass China in einem hohen Maße initiativ ist in diesen Fragen. Also zwar teilweise, wenn man sich anguckt, wie da Städte designt werden unter diesem Imperativ, das hat auch beängstigende Seiten. Weil da, um es mal mit Angela Merkel zu sagen, da kann richtig durchregiert werden, also was Klimapolitik betrifft. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite werden immer neue Kohlekraftwerke eingerichtet in China. Man kann jetzt sagen, okay, das ist die Janusköpfigkeit, aber wie könnte man denn, sind internationale Vereinbarungen der Weg, um China am Tisch zu halten oder muss man doch nicht über ökonomische Verabredungen machen? Also, das ist keine einfache Frage. Ich weiß auch nicht, ob ich dann gute Lösungen dafür sehen würde. Also klar ist, dass in China enorm viel passiert ist und zwar einerseits aus einer komplett internen Dynamik heraus, weil auch die Partei und andere Akteure erkannt haben, dass die neuen Technologien, die in diesem Bereich entstehen, also
Elektromobilität zum Beispiel, die ganze Frage von stabilen Energienetzen trotz erneuerbarer Energien, Hochspannungsnetzwerke, die China als erstes gebaut hat, also in einer Art und Weise, die vorher nicht für möglich gehalten wurde und so weiter. Also da gibt es viele Bereiche, wo die Idee auch ist, wir wollen nicht nur, oder China möchte nicht nur umweltfreundlicher werden, weniger Emissionen haben, sondern auch Technologieführerschaft daraus zu entwickeln und möglich dann diese Technologien auch im globalen Süden und anderswo zu exportieren. Also durchaus eine Idee, die Deutschland auch hat im Moment. Genau. Ja, sehr, sehr parallel da dazu. Das ist eine, also das ist sozusagen so ein ökonomisch-technologisches Interesse. China möchte, glaube ich, in dieser allgemeinen Idee, technologisch autonomer werden, zu werden, gerade im Bereich erneuerbare Energien und Energiewende, nicht wieder neu abhängig werden. Mhm. Deshalb auch so ein Fokus auf eigene Atomkraftwerke zum Beispiel und so weiter, eigene Technologien zu entwickeln. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die Frage, reicht das? Geht das schnell genug? Gibt es nicht im chinesischen Energiemix nach wie vor den Riesenanteil an Kohle, der da ist und der langsam abgebaut wird, der langsam schrumpft, aber eben vielleicht viel zu langsam? Ja. Definitiv zu langsam. Definitiv zu langsam und ja. Da bin ich eigentlich eher pessimistisch. Also da glaube ich, wir sehen da sozusagen diese Idee, einerseits werden erneuerbare Energien entwickelt, Energieeinsparung, Energieeffizienz, andererseits wird aber der fossile Anteil nur stückweise rückgebaut. Und China hat Ziele erklärt, also Carbonneutralität bis 2035, glaube ich, oder so. 2040. Also jedenfalls, ich weiß auch nicht. Also es gibt relativ, schon Ziele, genau. Ja, die auch im Rahmen der UN-Konvention formuliert sind. Ja, und also China ist Teil von diesem Prozess, das heißt, da sehr aktiv. Aber ob die erreicht werden und mit welchen Mitteln die auch erreicht werden, ja, da bin ich eher pessimistisch. Das heißt, aus meiner Sicht, das geht nicht schnell genug. Und da China so ein großer Anteil ist an Emissionen und überhaupt in der Energienutzung, ist natürlich China also eine gewaltige, wenn China es nicht schafft oder wenn China nicht schnell genug ist, dann hat das eine Auswirkung für alle anderen auch. Und da kommen wir zur Geopolitik zurück. Also ich würde schon sagen, dieses Interesse, unser kollektives Interesse, den Klimawandel möglichst noch zu bremsen, soweit es geht, hat schon eine Priorität vor der Frage, ob China als Hegemonialmacht in Ostasien sozusagen alles platt macht. Und ich formuliere das jetzt bewusst so, das ist natürlich nicht so der Fall, sondern es gibt ja Gegenkräfte. Also mit anderen Worten, planetarisches Interesse wichtiger oder Geopolitik wichtiger. Mhm. Ja, und also das ist auch so eine Spannung, in der sich die Zusammenarbeit mit China bewegen muss. Würde es was ändern, wenn jetzt die Deutschen oder die Franzosen oder die Japaner oder die USA sehr stärker sich engagieren würden mit China im technologischen Bereich? Vielleicht. Aber die Hauptkraft wird innerhalb Chinas bleiben. Ja, das heißt, es hängt schon sehr stark von der Kommunistischen Partei ab, ob sie diese Ziele tatsächlich auch umsetzen will oder noch beschleunigen möchte. Wettbewerb spielt hier sicher eine Rolle. Ja? Also deshalb die neue Klimagesetzgebung und Energiegesetzgebung in den USA sind natürlich ein enormer Schritt nach vorne, der auch ein Technologie-Race vielleicht in Gang setzen könnte. Und das heißt, durch diese Art von Dynamik ist es wahrscheinlicher, dass auch China noch schneller macht, als es bislang macht. Also es gibt zwei Dinge, wo man optimistisch sein könnte. China will jedenfalls keine Entschädigung. Ne? Ja, das ist ein Unterschied zu vielen anderen Ländern. Also das wollen die nicht. Ne? Das ist ja wichtig. Und in der Tat, das Können sie aber auch nicht, weil jetzt haben sie so viele Emissionen, also Entschädigung kann man ja nur einfordern, wenn man sozusagen so einen Emissionsrückstand hat und China wird den schon sehr bald, also selbst historisch gerechnet, wird China bald den nicht mehr haben. Ne? Genau, je nachdem, wie man auf einzelne Personen berechnet und so weiter, egal, jetzt lassen wir mal die ganzen Berechnungssachen weg. Und das zweite Positive ist ja das Race, was du genannt hast. Das kann ja integrativ wirken. Und da sind wir in der Tat, was die Klimaökonomie betrifft, wollen wir ja groß mitspielen in Deutschland. Und das wäre konkurrenzbelebtes Geschäft, könnte man sagen. Und dann ist es eigentlich, da gibt es ein Feld, in dem man produktiv konkurrieren könnte. Ja. Siehst du es auch so? Absolut, ja. Also das sehe ich auch als die hoffnungsvollere Variante, weil der Prozess, den wir innerhalb der Vereinten Nationen bislang gemacht haben, der hat ja nicht zu dramatisch weitreichenden Umsetzungen oder Zielen geführt. Ja? Also das heißt,
ich sehe eigentlich nicht so pessimistisch, oder ich sehe nicht so optimistisch, ob wir in dem UN-Track, in dem wir sind, ob wir da so viel erreichen können. Vielleicht andere Punkte. Also ich will das nicht kleinreden. Ja? Gerade die Kompensationen. Dieses Thema wird kommen und das kann man wahrscheinlich nur in der UN, im UN-Rahmen verhandeln. Dafür muss der Prozess weitergehen. Aber die größere Frage der Impulse innerhalb von Energiesystemen, schneller umzusteigen, Technologiewandel hinzukriegen in einer schnelleren Art und Weise, auch Leapfrogging zu betreiben, also gewisse Technologiestufen komplett zu ersetzen mit neuen Dingen. Investitionen, also es braucht viel mehr Investitionen, wir investieren immer noch viel zu wenig. Möglicherweise Kernfusion, andere Technologien, Speichertechnologien, all das. Das heißt, da wird dieses Race wahrscheinlich eine größere Auswirkung haben. Ob wir dann dadurch trotzdem Emissionen verringern, schauen wir mal. Es gibt ja auch Rebound-Effekt. Klar. Ja, darf man nicht vergessen. Ja, also ganz so einfach ist es eben nicht zu sagen, wir haben bessere, effizientere Technologien und dadurch dann reduzieren wir die Emissionen. Historisch ist es eben nicht so, sondern effizientere Technologien oftmals werden öfters mehr intensiver verwendet und dadurch steigt die absolute Zahl der Emissionen. Also es braucht auch noch sozialen Wandel und Wandel, wie wir uns ökonomisch und als Individuen auch verhalten beim Energieverbrauch, das wird nicht weggehen, ne? Dieser Teil. Und dieser Teil ist natürlich auch interessant, also ideologisch sagt die Partei ja, wir gehen Richtung eine Art von ökologischer chinesischer Zivilisation, es gibt ein klares Ziel, Verhaltensänderungen einzuführen, zum Beispiel weniger Fleisch zu essen und andere Dinge, also auch auf einer ideologischen Ebene könnte da ein interessanter Wettbewerb entstehen zwischen Ideen in mehr vielleicht kollektiv autoritären Gesellschaften versus mehr liberalen Gesellschaften, wie schaffen wir das, unser Verhalten zu ändern. Und das Verhalten, die Verhaltensänderung ist sicherlich nicht nur eine individuelle, sondern das ist ein Wechselspiel zwischen systemischen Anreizen, zwischen Diskursen, zwischen Ideen, zwischen Nudging, ja, und dem, was wir auf einer individuellen Ebene machen. Und auch da könnte dieses Race natürlich interessant werden. Ja. Da wird es wirklich interessant, aber wollen wir jetzt nicht nochmal dieses Fass aufnehmen. Social Scoring ist natürlich ein Modell, was also China anbietet, um Verhaltensveränderungen hervorzurufen. Und das Prinzip von Social Scoring ist gezielte Privilegienvergabe bei Gutverhalten. Also sozusagen, ich muss gestehen, dass ich in so einer Welt nicht gerne leben möchte. Da ist mir das andere lieber. Aber du hast recht, wie können wir Verhaltensveränderungen auf der individuellen Ebene hervorrufen? Damit sind also, verstehe mich nicht falsch, ich argumentiere nicht dafür. Ich argumentiere nur im Kontext dieses Races, was es gibt. Absolut. Da gibt es Technologien und Märkte, aber es gibt eben auch diese Frage, wie ändern wir unser Verhalten? Nein, und ich finde das eine total wichtige Frage, gerade auch im Blick auf den Klimawandel. Wie kann man auf vernünftige Weise individuelles Verhalten beeinflussen? Und zwar durch staatliche Akteure. Das ist bisher in der, sozusagen der Westen, falls es ihn gibt, hat gesagt, never. Und wer kann es nicht und man soll es auch nicht können. Jetzt haben wir ja gerade erlebt ein gesellschaftliches Großereignis, das noch nicht zu Ende ist, wo es darum ging, durch bestimmte Maßnahmen individuelles Verhalten zu ändern. Ich meine die Pandemie. Da hat das chinesische Modell auch in unseren gemeinsamen Initiativen ja eine große Rolle gespielt, wie die das da machen. Also wir sind beide in Kontexten gewesen, wo wir gesagt haben, wir lassen mal das Kulturargument eingeklammert, wir gucken mal, was geht und was nicht geht. Auf Kultur können wir noch früh genug kommen. Das war ja unsere Idee. Ne? Wir gucken mal, was geht eigentlich, was muss man tun. Jetzt ist ja diese Frage des Einflusses von staatlichen Akteuren auf individuelles Verhalten ist ja das im Grunde das schwerst umkämpftste Problem, was uns übrig geblieben ist, als normatives Problem aus dem Klimawandel. Und da gibt es auch Spaltungsbewegungen in dieser Frage innerhalb der deutschen Gesellschaft, die sagen, das auf keinen Fall. Und die anderen sagen, ja, was soll man sonst machen? Und ich glaube, es ist ein Proto-Konflikt für die Fragen des Klimawandels und auch weiterer globaler und planetarischer Herausforderungen, die du genannt hast. Wie siehst du das? Müssen wir vielleicht in der Frage, du hast es ja eben auch schon angedeutet, ich würde den Ordoliberalismus nicht so negativ sehen wie du, aber da ist auch nochmal ein eigenes Thema. Aber was können wir denn tun, um auf individuelles Verhalten in einer Gesellschaft von Freiheit irgendwas zu bewirken?
Du hast eben gesagt, ja. Nudging, das heißt, man sagt, wenn du dich so lange, wir ziehen dir die Schraube so lange an, bis du sagst, nee, jetzt ist mir genug, ne? Was ist das? Also, nee, also Nudging, das wäre ja sehr, also fast schon repressiv. Nee, also bei Nudging, das ist ja der moderne Versuch im liberalen Paternalismus, ja, zu sagen. Libertinärer Paternalismus. Oder libertinärer. Genau, ja. Zu sagen, wir wissen, dass die meisten Entscheidungen, die getroffen werden, Entscheidungen sind, die wir eigentlich schlecht treffen, also nicht mit unserer vollen rationalen Kapazitäten. Mhm. Und deshalb brauchen wir so ein bisschen Hilfe. Ja. Und Nudging hilft uns besser, also das ist die zumindest die Ideologie dahinter, hilft uns bessere Entscheidungen zu treffen. Und das wird überall verwendet. Ja. Also das ist in sehr breiten Feldern wird diese Technik angewendet. Können wir da was von China lernen? Ich glaube, dass China da gerade kein gutes Beispiel ist, zu lernen. Aus verschiedenen Gründen, die Gesellschaft funktioniert einfach ganz anders durch diese Kontrolle der Partei. Es gibt in China sehr starken Individualismus im Übrigen. Also es ist nicht unbedingt die Frage kollektiv versus individuell. Das ist eine sehr stereotype Einteilung. Aber es gibt eben eine sehr starke Akzeptanz von der Autorität, die vom Staat oder von der Partei kommt. Und die ist sogar noch stärker geworden, eingebettet in massive ideologische Beeinflussungen, Informationssituationen, die ganz unvergleichbar ist mit dem, was wir hier haben. Insofern, also von China, glaube ich, kann man gerade, was diese Beeinflussung von Individuen betrifft, wenig lernen. Spannend zum Beispiel, man könnte ja annehmen, dass aufgrund von der Repressionstiefe, die da ist, dass es kein Problem ist, in China eine Impfkampagne durchzuführen. Mhm. Stellt sich aber raus, dass es doch erheblichen Widerstand gab gegen Zwangsimpfungen und China eben deshalb keine obligatorische Impfpflicht oder obligatorische Impfung eingeführt hat. Ja, also auch der autoritäre Staat China hat da offensichtlich seine Grenzen, weil vielleicht zu wenig mit Überzeugung gearbeitet wurde. Also wir waren relativ erfolgreich. Ja. Was das betrifft. Also da kann man, glaube ich, von China wenig lernen, was diese Beeinflussung von individuellem Verhalten betrifft, weil unsere Systeme einfach viel zu unterschiedlich sind. Wir natürlich auch ganz anderen Werten verpflichtet. Das heißt, wir können das gar nicht so durchführen und sollten das auch auf keinen Fall so durchführen. Was anderes ist zum Beispiel die technische Frage von Contact Tracing und Testen, die ganze Digitalisierungsdynamik. Wir haben ja auch sehr stark versucht zu digitalisieren, aber ich glaube, wir entwickeln uns gerade eher wieder zurück. Ja. Also es gibt eher eine De-Digitalisierung in einigen Bereichen. Leider teilweise auch im Bildungsbereich und im Universitätsbereich, aber auch im Gesundheitsbereich. Und das war zumindest für mich was, wo ich genau hingucken wollte, was machen die eigentlich in China genau, auch in der Anfangsphase der Pandemie. Ja, weil es eben nicht nur so war, dass die Wuhan als Stadt in einen sehr harten Lockdown gegangen ist, also der erste Lockdown in dieser Größenordnung, sondern gleichzeitig eben auch massiv getestet wurde und diese Kontaktsuche vorangetrieben wurde. Das heißt, es gab so ein paar technische Elemente, die gleichzeitig gemacht wurden. Und wir haben das leider bei uns übersehen. Also wir haben zu spät erst kapiert, wie wichtig ist Testen, wie wichtig ist Kontaktnachverfolgung. Und das heißt, also das ist für mich eine der Lehren aus der Pandemie, nicht nur auf China bezogen, auch auf andere Länder bezogen. Wenn wir es mit so einem globalen Ereignis zu tun haben wie einer Pandemie, dann sollten wir versuchen, nicht zu sehr so ideologische Scheuklappen zu verwenden, wenn wir auf andere Länder gucken, sondern einfach erst mal wertneutral hingucken, was machen die, empirisch beschreibend, was machen die. Nicht, um das zu kopieren, aber um zu verstehen, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich und wie schafft es ein Land wie China, aber vielleicht sinnvoller für uns natürlich Taiwan, Südkorea, andere, die sich ziemlich anders verhalten haben wie China in der Pandemie. Welche Maßnahmen haben die ergriffen und welche Maßnahmen wären vielleicht auch bei uns sinnvoll? Und leider haben wir in der Pandemie eher erlebt, dass wir sagen, also die Länder in Ostasien, egal jetzt ob China oder anders, die sind autoritär, die sind kollektiv, das sind Inseln und das können wir eh nichts lernen davon. Ja, und diese Art von Haltung hat schon dazu geführt, dass wir viel zu spät genauer hingesehen hätten. Und also mein Idealfall wäre eher Südkorea, ja, weil Südkorea eben unsere Werte teilt, ein demokratisches Land ist. Und sehr interessant, Südkorea hat nach der MERS-Epidemie
eine große Reform durchgeführt, also gab es mehrere Skandale, und hat sich pandemiestrategisch aufgestellt. Und diese Pandemiestrategie haben die auch 1:1 umgesetzt. Der Unterschied zu Deutschland war zum Beispiel, dass die Südkoreaner schon 15 Tage vor dem ersten Infektionsfall in Südkorea schon Maßnahmen ergriffen hatten. Da haben wir bei uns noch nicht mal zu diskutieren angefangen, was wir tun müssten. Ja. Also dieses Antizipierende zum Beispiel ist so ein Element. In China hatte man das auch nicht. China hat es auch eben viel zu spät reagiert, musste deshalb in harten Lockdown gehen. Aber es gibt halt Beispiele demokratischer Länder, wo es eben nicht so war. Und deshalb, ich glaube nicht, dass wir in diesem größeren Sinne so viel lernen können da von China, sondern ich würde eher zu den Demokratien in Asien gucken, wie die das gemacht haben. Und die haben ja auch im Resultat her fast in jeder Dimension besser abgeschnitten in der Pandemie als wir Europäer. Wobei ich noch einmal die Lanze auch für unsere Initiative brechen würde. Wir hatten ja versucht, diese Frage wegzunehmen von der Frage, ob man die Individuen, deren der Individuen habhaft wird, sondern eher versucht haben, kollektive Handlungsfähigkeit in bestimmten Regionen und Orten hervorzurufen. Also quasi durchaus in einer bürgerrechtlichen Tradition denken, zu sagen, was kann man im Horizont einer bürgerrechtlichen Tradition eigentlich von einem Land auch verlangen können? Was müsste man verlangen können? So, und das war sozusagen die Idee, rafft euch zusammen an Ort und Stelle mit verschiedenen Akteuren und versucht eine Art von Brückenschlag von Handlungskapazitäten hinzukriegen und dann vor Ort zu sehen, also wenn man sowieso eine Art Tübingen-Aktion, jetzt will niemand Boris Palmer zu nahe legen, er ist zwar wiedergewählt worden, aber gut, aber so etwas in der Art. Wir hatten ja das war ja die Idee, wie kann kollektive Handlungsfähigkeit geschaffen werden? Und aber natürlich haben wir auch jetzt gesehen, es geht immer auch um Individuen und die können auch Nein sagen. Ne? Und das sehen wir ja auch sogar, was ja einer der, glaube ich, für uns und vielleicht für Sie auch überraschendsten Entwicklungen gewesen ist. Wir hatten endlich einen Impfstoff oder so ganz schnell sogar einen Impfstoff und dann gehen die Leute, lassen sich nicht impfen. Ne? Also in einem jedenfalls erheblichen Umfang nicht. Sondern man denkt, um Himmels Willen, wieso das jetzt wieder? Und dann standen wir wieder vor dem Problem. Wie kann man auf individuelles Verhalten zugreifen? Und da ist vielleicht wirklich das digitale Aufrufen ein Weg, nicht Impfpflicht, sondern, Herr Bude, Sie hatten noch nicht Ihre vierte Impfung und Sie sind 68. Wann hatten Sie daran gedacht, sich die vierte Impfung angedeihen zu lassen? So, nee, und wenn ich das dann lesen würde, würde ich sagen, stimmt, ich habe mich noch nicht richtig drum gekümmert. Und wenn ich das nach einer Woche, würde ich dann wieder so eine Dinge. Hatten Sie schon Gelegenheit, sich darüber nudging. Gedanken zu machen? Das ist nudging. Das ist nudging, genau, das ist nudging. Okay, allerletzte Frage. Ist Gesundheitspolitik heute auch ein Token für internationale Konkurrenzen? Ja, einer, der viel zu wenig beachtet wird. Warum ist es so? Also vor allem in Bezug auf die Pandemie, aber auch in anderen Bereichen. Wir erleben ja, dass weltweit durch die Auswirkungen der Pandemie, durch die enorme Belastung der Gesundheitssysteme, Personal abwandert, Krankenhäuser unterbesetzt sind, Versorgungsengpässe entstehen. Auch ohne Welle jetzt, auch ohne nächste Welle. Und mit der nächsten Corona-Welle wird es natürlich auch noch verstärkt werden. Und deshalb ist schon die Frage für Staaten, die so Grundwerte teilen wie menschliche Würde, können wir eigentlich noch die Gesundheitsversorgung sicherstellen, auch noch in 10 und 15 und 20 Jahren? Und das hat eben auch eine globale Dimension, weil wir eben davon ausgehen müssen, dass durch Long-Covid, was durch weitere Durchseuchungen ja, oder durch weitere Wellen und Wiederansteckungen hochgehen wird. Ja, der Anteil der Leute, die teilweise auf bestimmte Zeit oder für länger behindert sind durch Long-Covid,
der wird zunehmen. Und es gibt inzwischen ökonomische Berechnungen aus USA, aus anderen Ländern, was das eigentlich kostet volkswirtschaftlich. Und das jetzt nur mal, also es hat viele andere natürlich persönliche ethische Dimensionen, aber makroökonomisch müssen wir uns natürlich vor allem mal die Kosten angucken, die das hat. Wenn wir davon ausgehen, dass diese Dynamik so weiterläuft und dass es eben Länder gibt, die immer wieder weitere Wellen haben und Neuansteckungen haben und die Anzahl der Long-Covid-Leute hochgeht, dann hat das natürlich irgendwann auch einen Makroeffekt. Das ist schon klar, weil die Arbeitskräfte dadurch weniger werden und in Ländern, die sowieso Probleme haben im Arbeitsmarkt, wie Deutschland und andere, in Europa spielt das eine Rolle. Und also soweit ich nachvollziehen kann, warum die chinesische Regierung so stark bei dieser Null-Covid-Politik bleibt, also bei dieser extrem radikalen Maßnahmen, einer der Gründe ist durchaus die Forschung über SARS-1 und die Auswirkungen von SARS-1, weil man eben auch davon wusste, dass es Langzeitauswirkungen hat. Und die frühe chinesische Forschung zu SARS-2, die eben das schon angedeutet hat, dass es sowas geben könnte. Also es gibt viele andere Gründe, wieso China bei Null-Covid bleibt, auch ideologische Gründe, Kontrolle über Gesellschaft, experimentieren, wie weit kann man gehen, spielt aber auch eine Rolle. Aber es gibt auch eine epidemiologische Dimension und die ist eben möglichst diese Auswirkungen gering zu halten. Ja. Und also wir wissen es eigentlich, das ist eine offene Frage. Ich hoffe nicht, dass es so kommt. Ich hoffe, dass wir weiterleben müssen können mit diesem Virus, ohne dass Long-Covid kommt. Aber die neuesten Studien zu diesem Thema sagen eben klar, wir müssen mit diesem Disease Burden rechnen. Und wenn der größer wird, dann hat er auch eine geopolitische Bedeutung. Jetzt geht der Vorhang zu und für alle Fragen offen. Ich verabschiede jetzt unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, die uns beim Netz, zum Apparat zu Hause verfolgt haben, der Livestream wird jetzt beendet. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Und wir bleiben noch ein bisschen unter uns und Sie können noch ein paar Dinge uns fragen, mit uns besprechen. Da haben wir noch ein bisschen Zeit für. Also. Tschüss und auf Wiedersehen für die digital dabei.